Ja, herzlich willkommen auf der Erzählmodellbauer. Heute Betaflight 4.4. Gleich nach dem Intro. Ja, heute soll es mal wieder hier um meinen Kopter gehen. Habe ich schon länger nichts mehr drüber gemacht. Heute wollen wir den mal auf die neueste Betaflight-Version updaten. Das ist die 4.4.2. Die ist am 1. Juni rausgekommen und die werden wir jetzt mal hier drauf installieren. Wir schauen, ob wir mit der alten Software upgraden können oder ob wir ihn komplett neu aufsetzen müssen. Das weiß ich auch noch nicht. Das erfahren wir hier in dem Video. Und ich würde sagen, wir starten gleich. Auf geht's! Ja, als erstes holen wir uns mal hier den neuen Betaflight-Konfigurator. Den finden wir wie immer hier unter dem Betaflight-Projekt und dann hier unter Betaflight-Konfigurator. Dann können wir direkt hier auf das Release klicken. Das ist der 10.9.0. Den können wir dann mal hier unten runterladen. Ja, wie immer nehme ich hier den Installer für 64. Man könnte auch die Portable-ZIP nehmen, dann braucht man nichts installieren. Aber ich nehme jetzt hier die Exe entsprechend. Einmal speichern und dann können wir sie hier oben über den Download starten. Einmal Deutsch, entfernt jetzt den alten Konfigurator und installiert uns jetzt einfach den neuen. So, fertig ist die ganze Chose und jetzt können wir einmal hier Fertigstellen drücken und dann startet er auch schon direkt den Konfigurator. Hier noch einmal die Firewall einstellen lassen und fertig ist alles. Ja, bevor wir jetzt hier irgendwas installieren, machen wir erstmal einen Dump. Das heißt, wir verbinden uns hier mit dem Flight Controller. Den hat er hier oben auch schon gefunden. Und dann verbinden wir uns damit. Dann können wir nämlich auch direkt sehen, welches Board wir hier haben. Und wir können entsprechend schauen, welche Firmware drauf ist. Ist 4.3.1 im Moment drauf. Dann gehen wir wieder hier in die Kommandozeile und machen einmal Diff. Dann zeigt er uns die Änderungen, die wir vorgenommen haben zu den Standardeinstellungen. Die kopieren wir uns dann in die Zwischenablage und dann habe ich mir hier einen Ordner gemacht, Betaflight Update, und da mache ich jetzt einfach mal eine Textdatei, die nenne ich Diff, und dann schreibe ich hier noch die Version rein. Das war 3.4.1. Und dann legen wir direkt noch eine Datei an, machen wir nämlich gleich sofort auch. Machen wir einen kompletten Dump, schreiben wir Dump und dann auch 3.4.1. So, das, was wir jetzt in der Zwischenablage haben, kopieren wir in den Diff rein, speichern das einmal ab. Dann können wir das schließen, 5 KB, das ist auch da drin. Dann gehen wir einmal hin und löschen hier die Ausgabe und schreiben hier unten Dump hin. Dann spuckt er uns die kompletten Einstellungen von der Firmware aus. Das dauert einen kleinen Moment. Jetzt sind wir am Ende. Dann können wir wieder in die Zwischenablage kopieren und dann packen wir das in Dump rein. Somit sind wir jetzt auf der sicheren Seite. Wir haben alle Dateien oder Einstellungen gesichert. Das heißt, wir könnten theoretisch immer wieder zurück zu der 3.4.1, falls wir mit der neuen Firmware nicht hinkommen. Ja, kleine Info jetzt hier noch. Ich habe mich jetzt mit dem Flight Controller verbunden, wie ihr seht. Hier, der reagiert auf meine Eingaben. Hier unter den Presets kann man auch ein Backup speichern und laden, so wie das hier geschrieben steht. Ja, jetzt haben wir jetzt zwar ein Backup gemacht und ein Diff auch gemacht. Ich habe mich schon ein bisschen eingelesen. So einen wirklichen Update-Leitfaden habe ich jetzt nicht gefunden. Die Empfehlung ist halt immer, alles immer neu aufzusetzen, weil sich wieder einiges geändert hat. Also werde ich das genauso machen, wie ich das bei dem iNav-Video auch gemacht habe. Ich gehe hier einfach mal alle Settings jetzt durch und dann habe ich die auf Video und dann können wir das nachher 1:1 wieder übernehmen. Wie gesagt, wir haben alle Backups gemacht, wir können die auch wieder zurückspielen. So, aber ich wollte ja jetzt alle Tabs einmal durchgehen, sind ja jetzt auch nicht so viele, da sind wir schnell mit fertig. So, Einrichtung, Sensorkalibrierung,
Können wir aber auch gar nichts einstellen, beziehungsweise können wir nur kalibrieren. Dann der wichtige Anschlüsse, serielle Schnittstellen-Tab, die Grundeinstellungen. Die scrollen wir einmal runter und dann sollten wir die auch entsprechend drin haben. Strom und Akku, da ist ja hier die Spannung eingestellt, die Kapazität haben wir eingestellt. Skalierung entsprechend hier, mehr auch nicht. Presets hatten wir gerade schon, das sind ja nur die Vorlagen. Die Bit-Einstellungen hier für meinen kleinen. Da gehen wir mal einmal die Bits einmal durch. Ich habe hier nur ein Profil angelegt, das weiß ich. Wenn ihr da mehrere habt, müsst ihr die eben hier oben durchklicken. Das sind hier meine Rates und dann noch hier die Filtereinstellungen. Habe ich aber auch nichts an Einstellungen vorgenommen. Empfänger-Tab haben wir Crossfire hier ja gehabt. Jetzt gucken wir einmal runter. Hier unten sind noch ein paar Faktoren eingestellt. Ja. Dann wichtig wie immer die Modis. Das waren nur die vier Stück. Haben wir drin. Motoren-Tab können wir hier D-Shot einstellen. Ja, haben wir auch alles drin. X-Quad, OSD. Hier könnt ihr die Einstellungen sehen, die ich gemacht habe. OSD-Profil 1. Jetzt scrollen wir einmal runter. Videosender habe ich nichts. LED-Leiste habe ich eingestellt. Sind ja vier LEDs auf dem Board an jeder Ecke. Das können wir den Einstellungen mal eben gucken, was wir da eingestellt haben. Hier LED 0, 1, 2 und 3. Flugschreiber, nichts eingestellt und Kommandozeile brauchten wir ja sowieso nicht hin. Ja, jetzt können wir einmal hier auf Firmware aktualisieren drücken. Jetzt gucken wir mal hier, ob die Autoerkennung funktioniert. Ja, die hat funktioniert, aber die hat jetzt die Firmware erkannt, die wir da auch drauf gespielt haben. Ich kann mich nämlich entsinnen, wo ich das Board hier installiert habe, musste ich ganz viel Remapping machen. Und ich habe aber auch schon geschaut, es gibt nämlich die Version 2 von dem Board, weil ich habe hier den Stack eingebaut. Ja, ich habe jetzt hier die Version 2 ausgewählt und nehme natürlich hier die neueste Version. Vollständigen Reset, wir wollen ja alles neu einstellen. Dann können wir hier die Firmware online laden und wir flashen das Ganze. Jetzt kommt nochmal der Hinweis, dass da eine andere Firmware drin war und ich jetzt hier aber die V2 installieren möchte. Ja, das möchte ich so machen. Sieht gut aus, er flasht. Der DFU-Mode ist eingegangen. Ja, die Flashung ist jetzt erfolgreich. Und jetzt können wir auch schon mit der Programmierung starten. Ja, jetzt wollen wir uns mal wieder mit der Flight Control verbinden. Und dann kommt einmal die Abfrage, ob wir Standardwerte laden wollen. Ja, das wollen wir. So, fertig. Und jetzt kommt die Meldung, dass wir hier noch nichts aktiviert haben, beziehungsweise hier den Beschleunigungssensor noch kalibrieren müssen. Das machen wir einmal, indem wir jetzt einfach hier drauf drücken, dabei den Kopter waagerecht hinlegen. Jetzt müsste er sich auch schon in die Richtung bewegen. Ja, das macht er. So, ich habe mir jetzt das Video geholt, was wir vorhin aufgenommen haben. Und jetzt können wir hier die ganzen Tabs einmal durchgehen und entsprechend hier die Sachen einstellen. Fangen wir mit den Anschlüssen und seriellen Tabs an. Hier seht ihr jetzt schon einen kleinen Unterschied. Da müssen wir mal einen kleinen Umweg gehen, aber kein Problem. Hier sehen wir den USB und UART 1 und UART 2 und der Soft Seriell ist leider deaktiviert bzw. noch nicht aktiviert, weil hier müssen wir nämlich das GPS ja nachher einstellen. Das ist aber kein Problem. Das können wir hier in den Grundeinstellungen in den Features aktivieren. Das können wir hier machen. Speichern und neu starten. Und dann finden wir hier auch unser Soft Seriell. So, jetzt stellen wir das einfach so ein, wie das in der Aufnahme auch war. Die erste Zeile ist einfach nur MSP aktiviert. In der zweiten Zeile ist der serielle Empfänger. Ja, UART2 ist hier aktiviert für das OSD über die DJI-Brille. Das machen wir hier jetzt auch erstmal. Aktivieren wir. Und der Soft Seriell ist ja hier das GPS mit 9600. So, das sollte jetzt erstmal reichen. Machen wir nochmal einen Neustart wieder. Vergleichen wir nochmal eben den Tab. Alles gut.
Also können wir zum nächsten übergehen. Das ist jetzt hier die Grundkonfiguration. Gehen wir einmal drauf. Ich weiß gar nicht, ob es noch genauso aussieht. Wenn ich es mir jetzt hier angucke, sehe ich es. Ja, ist in Ordnung. Ein Barometer habe ich nicht. Kann ich hier deaktivieren. So, hier können wir personalisieren. Da können wir einmal Flywoo reinschreiben für den Kopternamen. Und hier unten schreibe ich meinen Pilotennamen rein. Zum Arm maximaler Winkel habe ich auf 180 gestellt. Das heißt, dann kann ich den Kopter immer starten, egal welche Position er hat. So, dann scrollen wir auf der Seite mal weiter. So, hier hatten wir Soft seriell vorhin angewählt. Den LED-Strip haben wir angewählt. OSD haben wir angewählt. Und Air-Mode haben wir angewählt. GPS ist auch angewählt. Haben wir hier auf NEMA stehen und auf Autoconfig, wenn ich das hier so richtig sehe. Lassen wir mal weiter durchscrollen. Da sind wir auch schon am Ende. Genau, die Seite haben wir abgearbeitet. Jetzt wechseln wir einmal die Bildschirmseite hier und dann arbeiten wir uns hier mal von unten nach oben. Hier haben wir eigentlich alles aktiviert und im Video hatten wir da auch alles aktiviert. Dann gehen wir nochmal in den oberen Teil. 000, 180 Count Clock, erster Standard 001, alles gleich. Können wir so lassen. Einmal wieder speichern und neu starten. So, jetzt sind wir in dem Strom- und Akku-Tab. Onboard und die Kapazität 650 tragen wir hier ein. Hier steht die Skalierung alles noch gleich. Auf der anderen Seite werden nur die Aktualwerte angezeigt. Ist in Ordnung. Können wir auf Speichern drücken. Ja, im Presets braucht man nichts machen. Gehen wir mal in die PIDs rein. Ich glaube, die habe ich auch auf Standardwerte stehen gelassen. Aber die ist ein bisschen anders. Ich würde die jetzt aber generell erstmal so stehen lassen. Ich möchte dann erstmal ausprobieren, ob das so funktioniert. Das sieht hier auch gleich aus alles. Jetzt gehen wir mal in den Weight-Tab rein, was wir da eingestellt haben. Wie ich das sehe, haben wir da auch nichts eingestellt. Das sind nämlich die gleichen Weights. Da haben wir noch 0,500, das ist auch alles gleich, können wir so lassen. Filtereinstellungen, denke ich, dass ich da auch nichts eingestellt habe. Wir gucken mal. Das sieht alles noch identisch aus, wenn ich das so überblicke hier. Ja, das lassen wir so. Gehen wir weiter. Empfängertab. So, Empfängertab haben wir serielle UART, Crossfire aktiviert, Telemetrie aktivieren wir hier auch. Dann hier die Reihenfolge und den RSI-Kanal haben wir auf 8. Hier unten haben wir auch nichts. Hier haben wir die RC-Todzonen eingestellt. Das mache ich mal hier jetzt auch. Die Werte übernehme ich einfach. Gehen wir mal hier runter. Im Video ein bisschen weiter. Da habe ich ein Auto 30, da habe ich auch nichts geändert. Speichern und neu starten. Ja, als nächstes ist der Modi-Tab an der Reihe. Da fangen wir hier oben mit Arm an, Bereich hinzufügen, AUX 4 und in den unteren Bereich. Haben wir eingestellt. Dann haben wir Horizon, das war AUX 1, mittlerer Bereich. AUX 1, mittlerer Bereich. Dann haben wir GPS Rescue. Haben wir AUX 3, unterer Komplettbereich. Das heißt hier, das ist glaube ich nur ein 2W-Schalter deswegen. Und dann haben wir AUX 4, den Beeper. AUX 4 war derselbe wie der Arm-Switch. Und den mussten wir dann ja auf den mittleren Bereich stellen. Haben wir auch im Endeffekt schon eingestellt. Brauchen wir gar nichts mehr machen. Ich glaube, das waren jetzt auch schon die Sachen, die wir eingestellt haben. Ja, mehr Sachen haben wir da nicht einzustellen. Machen wir wieder Speichern hier. Und jetzt kommen wir zu dem Motorentab. Ja, da sind wir schon im Motorentab. Quad X ist okay. Motor machen wir auf D-Shut 300. Dann machen wir Motoren Stopp. 5,5 haben wir gut. 3D haben wir nicht. Auf der anderen Seite ist nichts einzustellen. Können wir auch speichern und neu starten. Ja, jetzt kommen wir auf OSD noch. Da stelle ich erstmal nichts ein, weil ich will das ja noch auf diesen neuen Einstellungen machen
für das DJI-System. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen wollen. Ja, Videosender hatten wir ja nichts. Dafür hatten wir hier die LED-Leiste. Ja, als erstes gehen wir hier auf Sortierung und Verkabelung. Und dann können wir hier die 4 LEDs entsprechend einbauen. Und jetzt können wir die entsprechend hier alle markieren. Gehen wir auf Farbe, Larsen-Scanner. Mal gucken, welche Farbe da aktiv war. Die blaue hier. Und jetzt sieht das auch schon identisch aus mit dem hier. Speichern. Ja, Flugschreiber und Kommandozeile haben wir nichts gemacht. Das sollte so richtig sein. Ja, ich bin jetzt hier auf der MSP-OSD-Seite und da steht erklärt, wie das mit der Version Synths 4.4 funktioniert. Da gibt es nämlich diesen nativen OSD in HD Support. Ich probiere es mal hier oben auf, Configure with Preset. Das sollte eigentlich funktionieren. Das heißt, wir gehen hier drauf und gehen auf den Presets. Hier kopieren wir uns mal den OSD WTF und fügen das mal hier in Betaflight in die Suche hier oben ein. Und dann finden wir auch das Richtige schon. Da drücken wir einmal drauf. Und dann steht hier erklärt, was das Ganze macht. Ach so, hier können wir noch den UART wählen. Das machen wir aber gleich von Hand. Wir könnten jetzt hier 2 nehmen, weil ich weiß, dass das 2 ist. Können wir aber erstmal so lassen. Und dann können wir das hier entsprechend auswählen. Speichern und neu starten. Dann gehen wir auf die Anschlüsse. Jetzt können wir hier hinten wählen VTX, MSP und DisplayPort. Wählen wir aus, speichern und neu starten. Und dann können wir hier nämlich in das OSD. So, hier haben wir jetzt auch schon HD angewählt. Und ihr seht, jetzt ist hier quasi das Bild größer geworden. Und wir haben viel mehr Platz, wo wir irgendwelche Sachen hier vom OSD einblenden können. Ich blende mal hier ein paar Sachen ein und dann gucken wir mal. Ich verwende immer das Profil 1. Man kann es ja auch umschalten. Hier kann man die einzelnen Profile anwählen. Und hier kann man im Endeffekt die in den Profilen anwählen, was man sehen möchte. Wir benutzen immer das erste jetzt hier. Das heißt, ich will jetzt hier die durchschnittliche Akkuspannung sehen von einer Zelle. Das ist immer so ein guter Indikator, falls man jetzt nicht weiß, wie weit so ein normaler Akku runtergeht, kann man sich das an einer Zelle immer leicht merken. Stromstärke ist auch immer interessant. Akkunutzung hatte ich im letzten Mal auch eingeblendet. Das ist ein Balken, den tue ich immer unten drunter. Dann kann man nämlich anhand der Kapazität sehen, wie weit man da noch oder wie lange man noch fliegen kann. Ja, Batteriespannung selber, das ist eine, machen wir hier oben drüber. Dann haben wir nämlich hier die Akkuspannung und die Zellenspannung. Flugmodus ist jetzt nicht so ganz interessant. Können wir einfach hier unten hinpacken. Dann hier die GPS-Information. Die blende ich immer gerne ein. Dann kann man nämlich sehen, ob wir schon eine stabile Satellitenverbindung haben. Dann können wir noch die Geschwindigkeit einblenden. Die Höhe macht auch noch Sinn und die Satelliten. Das können wir aber alles hier auf der anderen Seite mal einblenden, damit wir da ein bisschen Platz noch haben. Was auch immer nice ist, ist hier dieser künstliche Horizont. Dann gibt es da noch die Seitenleisten zu. Das würde ich jetzt erstmal als Richtwerte so lassen. Kann man ja einstellen, wie man das haben möchte. Ja, jetzt haben wir die ganzen Software-Einstellungen gemacht. Ja, wir haben hier erfolgreich die ganze Drohne abgedatet, den Controller haben wir abgedatet und dann haben wir auch noch die Einstellungen für das HD gemacht. Das hatte ich ja bereits in einem Video erklärt, wie man das einstellt bei Betaflight und iNav und somit haben wir das jetzt hier auch noch mit im Video. Ja, ich würde sagen, da können wir mal einen Testflug wagen. Und falls ihr das nicht verpassen wollt und ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und ihr weitere Themen im Bereich Modellbau sehen wollt, könnt ihr das gerne machen und alle anderen können auch einen Daumen da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ziegewan, der RC-Modellbauer. Ciao!